Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder mal in der Odenbacher Kempe und ihr seht es, die Sonne scheint. Endlich scheint mal wieder die Sonne nach tagelangem Nebel, Regen und was wir auch alles hatten. Endlich mal wieder schön. Bleibt dran, nach dem Intro gibt es mehr. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Ingo hier. Ja, ich habe es gerade in der Intro schon gesagt. Ich bin heute in der Odenbacher Kempe. Die Sonne scheint mal wieder. Und ich wollte gestern eigentlich schon hier sein, aber da war dichter Nebel. Da habe ich mir das dann geschenkt, bin heute hergefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht mal, was ich hier heute genau fotografiere. Ich glaube, mir geht es auch einfach darum, ein bisschen rauszukommen und ein bisschen die Sonne zu genießen, die jetzt endlich mal wieder scheint. Und ja, warm ist es leider noch nicht. Es ist eher lausig kalt, aber auch das ist nicht weiter schlimm. Kann man sich warm anziehen, dann geht das schon alles. Ja, was habe ich heute hier vor? Ich habe es gerade schon gesagt. Eigentlich weiß ich das gar nicht so genau, was ich vorhabe. Ich habe meine Z8 mit, die hängt hier wie immer am Rucksack. Ich habe ein 200-500 mit, falls ich ein paar Vögelchen sehe. Und ich habe ein Makroobjektiv mit. Was ich davon brauche, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich im Moment noch nicht. Im Moment genieße ich es einfach, hier lang zu gehen. Und du hörtest die Vögel, die trillern so schön, piepen, ist einfach herrlich. Ist auch noch relativ wenig los. Aber jetzt gehe ich erstmal ein Stückchen weiter rein in die Kempe. Ich sag so, ist wenig los, hier kommen Leute ohne Ende entgegen. Bin ich doch schon zu spät? Ist egal, ich gehe jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Ja, ich habe es gerade gesagt, ich bin an der Odenbacher Kempe, das ist hier bei Düsseldorf. Hier ist so ein schönes Naturschutzgebiet ausgewiesen und diesen roten Weg, der da drin ist, wo der Pfeil jetzt ist, da bin ich gerade. Da werde ich jetzt mal ein Stückchen lang gehen. Ihr seht es, es ist heute einfach traumhaft schön. Und ich glaube, bei diesem traumhaft schönen, das lasse ich jetzt auch so stehen und nehme euch einfach mal mit. Werde gar nichts mehr sagen, sondern ihr guckt einfach mal, was es hier so Schönes gibt und wie das aussieht. Ja, in wenigen Wochen habe ich hier ja auch meinen Fotoworkshop und jetzt muss ich hier gerade mal gucken, das sieht so schön aus. In wenigen Wochen habe ich ja auch meinen Fotoworkshop und da wollte ich eh noch mal vorher her und gucken, was es hier ja an neuen Sachen gibt, ob die Plätze, wie ich sie kenne, noch da sind oder ob es vielleicht neue Plätze gibt, weil das Wasser ist dieses Jahr ja sehr, sehr hoch. Und bei höherem Wasser hat man ja meistens auch andere Spots. Und jetzt gehe ich erstmal ein Stückchen hier rein
und zeige euch das mal. Ich drehe mal die Kamera rum. Es ist ein absoluter Traum. Ich muss das mal so drehen. Guckt euch das an. Sieht das nicht herrlich aus? Gut, es ist im Moment leider noch wenig grün, aber das Grün wird noch kommen. So, ich bin jetzt hier an der Bank. Eigentlich ist das hier sehr, sehr schön. Aber wenn ich das hier sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, können die Leute nicht ihren Müll und ihren Dreck mitnehmen? Weil es ist eigentlich so schön hier. Schaut euch das an. Und dann hat man den Dreck auf den Bänken. Das muss doch nicht sein. Den kann man doch wirklich mitnehmen. Ja, jetzt bin ich hier an dieser Bank. Ihr seht, ich habe mittlerweile umgebaut. Ich habe mein 200-500 dran an der Z8. Ist allerdings noch ein F-Bajonett. Aber das spielt keine Rolle. Festmachen muss ich es allerdings. Sonst funktioniert das alles gleich nicht richtig. So. Und ich stehe hier so und gucke mir das an. Und da sind da hinten, ihr habt es vielleicht auch gerade bei den Bildern gesehen, Vögel. Und ich denke, was ist denn das? Und das sind Störche. Das sind echt Störche. Wir haben hier schon wieder Störche. Es ist herrlich, wenn man das sieht. Hallo. Wenn da hinten die Störche schon wieder sind, vielleicht haben wir Glück dieses Jahr und es nisten wieder mal welche. Ich muss gerade mal umstellen, den Fokus auf ein kleineres Messfeld. Das sind, jetzt muss ich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, das sind Gänse, 9 Störche, die ich da hinten zähle. Das ist schon eine ganze Menge. Bin ich total begeistert. 9 Störche. Ihr hört es, ich löse also ein paar Mal aus, weil es wirklich sehr, sehr schön ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, das 200-500 drauf, bin auf Blende 5.6 bei ISO 320 und komme so auf ein 320stel, 400stel, sowas in dem Dreh. Da die da hinten nur sitzen und nicht fliegen, kann man das also wunderbar auch in dem oder mit der Belichtungszeit machen. Das ist problemlos. Hier auf dem kleinen See vor mir, auf dem kleinen Weiher, sind eine ganze Menge Enten. Was das für welche sind, das kann ich nicht sagen. Da gibt es bestimmt Leute, die kennen das auch. Aber da hinten, das ist wirklich toll. Da tut sich einiges. Die heben teilweise auch ab. Mal gucken, ob ich, da fliegt jetzt einer gerade. Moment, jetzt. So, mal sehen, ob ich den erwischt habe. Da kommt noch einer, aber der ist hinterm Baum. Der ist hinter dem Busch jetzt. Also ich bin total, total begeistert. Ihr kriegt das mit. Ich hatte ja nicht mit gerechnet, dass ich hier heute sowas sehe. Aber Störche finde ich immer wieder faszinierend, jedes Jahr. Letztes Jahr war ich ja auch hier, da waren auch Störche da.
Die waren allerdings viel weiter hinten. Da ist so ein Stamm, den haben sie extra vorbereitet für ein Nest oder für ein Horst oder wie das auch heißt beim Storch, weiß ich nicht. Da waren auch welche drin. Wie lange die drin waren, weiß ich nicht. Aber ja, Störche sind immer wieder was Tolles. Und ich gucke jetzt mal ein Stückchen weiter in die Richtung, was ich denn noch alles heute so sehe. Ja, je weiter man geht, je mehr sieht man. Und das, was nie ein Spot war, ist mit einem Mal ein Spot. Und zwar drehe ich mich mal rum und zeige euch das. Hier, genau das, wie es hier ist, möchte ich jetzt mit der Kamera mal zeigen. Da oben kommt gerade ein Reiher geflogen, den könnt ihr vielleicht auch noch sehen. Weiß ich nicht, ob der mit drauf war. Aber hier unten die Stämme, die gehen so schön in die Mitte, es spiegelt sich drin. Hinten geht es einfach in die Weite. Die Gänse wird man wahrscheinlich auf dem Foto nicht mehr sehen nachher. Aber das ist nicht weiter schlimm. Genau dieses Foto werde ich mir jetzt einrichten. So, ich habe jetzt meine Z8 mit dem 24-120 drauf. Ich gehe mal auf Blende 8 und gucken wir das jetzt mal an, wie das hier aussieht durch Display. Das heißt, ich gehe erstmal ein Stückchen tiefer. Ja, nicht zu tief. Dann habe ich die hier vorne drauf. Das will ich gar nicht. Hier sind so die kleinen Büsche, die im Moment noch klein sind. Die will ich da, glaube ich, gar nicht haben. So, und von der Brennweite her bin ich jetzt so bei knapp 40 mm. Ich nehme mir die Äste so, dass sie in den Ecken auslaufen und werde jetzt einfach mal auslösen. Noch mal ein bisschen weiter gehen, dass ich die Bäume hinten ganz drauf habe und auch noch mal auslösen. Mir gefällt das mit der Spiegelung auch sehr, sehr gut. Ich hatte mir erst überlegt, ob ich mir vielleicht einen Polfilter drauf mache, um die Spiegelung rauszunehmen. Aber ich glaube, genau mit der Spiegelung, das ist genau das, was im Moment schön ist. So, ich habe das gemacht, packe jetzt wieder zusammen und gehe noch ein Stückchen weiter. Da hinten sind noch mehrere schöne Spots, die gucke ich mir jetzt auch noch an. Ja, ihr seht, ich bin wieder mal begeistert. Ich bin einfach sehr gerne draußen und ich war lange nicht mehr draußen. Umso schöner ist es, mal wieder draußen zu sein. Ich liebe es einfach. Ich muss die Kamera noch mal ein bisschen mehr kippen. So, besser. Jawohl, viel besser. Das macht einfach nur Spaß. Und jetzt ist es auch nicht mehr so kalt. Heute Morgen waren gerade mal 0 Grad. Jetzt sind es irgendwie gefühlt schon 10 Grad. Die Sonne, die hat schon Kraft. Es macht einfach Spaß, ist einfach schön. Ist auch schön, einfach hier lang zu gehen. Ja, bisher habe ich so viele Bildchen noch gar nicht gemacht. Muss mal gucken, da hinten gibt es vielleicht noch was, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ich gehe jetzt hier erst noch mal ein Stückchen weiter und gucke mal, ob ich noch was finde. Und dann nehme ich euch mit. Ihr könnt wieder ein bisschen die Landschaft genießen. Ich drehe es wieder rum und dann könnt ihr weiter gucken.
Ich habe es auf dem Herweg schon gesehen, hier sind ein paar schöne Kirschblüten. Und ich habe jetzt mein Makro drauf gemacht und habe da mal ein paar Fotos gemacht. Sehr, sehr schön, zumal gerade war das Licht ein bisschen von der Seite. Allerdings waren mir dann die Blüten von vorne zu dunkel. Und da habe ich ein Pocket Light genommen. Ich mache dazu auch noch ein Review die Tage und habe die Kirschblüte von vorne aufgehellt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein großer Unterschied ist, aber es sieht so schön aus. Die Bilder blende ich euch dazu ein. Ja, jetzt bin ich auch schon am Ende von meiner Tour. Ich habe ein bisschen was gemacht, ein paar Fotos gemacht mit dem dicken Objektiv, mit dem 200-500 die Störche, mit dem Makroobjektiv die Kirschblüten, mit dem 24-120 habe ich was gemacht. Also alles, was ich mit hatte, habe ich auch genutzt. Und die Fotos blende ich euch natürlich ein. War ein kleiner Rundweg durch die Urdenbacher Kempe. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es heute eigentlich nur darum, rauszugehen und dabei ein paar Fotos zu machen. Vielleicht war das Foto oder die Fotos auch eine Alibi-Funktion. Egal, ich war draußen, ich hatte Spaß, ich habe es genossen. Ich habe die Sonne genossen, ich habe das Wetter genossen, ich habe die angenehme Wärme genossen, die jetzt da ist. Und genau das wollte ich haben, das habe ich auch erreicht. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, das würde mich ganz besonders freuen. Und wenn ihr mir ein Abo gebt, dann freue ich mich noch viel, viel mehr. Haut auf die Glocke, dann werdet ihr erinnert, wenn ihr am nächsten Woche Mittwoch um 7 wieder ein neues Video von mir seht. Wohin es geht, weiß ich noch nicht. Irgendwas wahrscheinlich wieder draußen. Oder vielleicht mache ich auch mal was drin. Ich war die Tage mal in Siegen. Vielleicht mache ich dazu auch mal und zeige euch ein paar Bilder. Ja, das war es, wie gesagt, für heute. Geht raus am Wochenende, genießt es, fotografiert und habt Spaß dran. Bis dahin, euer Ingo.